Implenia will gruppenweit spätestens ab 2050 über sämtliche Scopes keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr verursachen. Doch was sind Scopes und wie setzen sie sich bei Implenia zusammen? Scope 1 bezeichnet die direkten Emissionen, die beim Verbrauch von Brenn- und Treibstoffen entstehen, also für den Betrieb der Unternehmensstandorte und Baustellen sowie für Geschäftsfahrzeuge. Im Jahr 2023 lagen die Scope 1-Emissionen von Implenia bei rund 46.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Unter Scope 2 versteht man die indirekten Emissionen, die durch die Nutzung von eingekauftem Strom, Dampf, Wärme oder Kälte in die Atmosphäre gelangen. 2023 hatte Implenia Scope 2-Emissionen von rund 7.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Scope 3 umfasst alle anderen indirekten Emissionen, die durch die Aktivitäten eines Unternehmens in seiner Wertschöpfungskette entstehen. Das können vorgelagerte und nachgelagerte Aktivitäten sein. Gelb sind die Scope 3-Emissionen, welche wir bereits ausweisen können. Sie lagen 2023 bei rund 18.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Grau sind diejenigen, die aufgrund unserer Geschäftstätigkeit unbedeutend oder nicht anwendbar sind. Die schwarzen Scope 3-Emissionen konnten wir bisher nur schätzen, weil die Datenbeschaffung sehr anspruchsvoll ist. Wir werden die Datengrundlage und die Berichterstattung in den kommenden Jahren erweitern und so die Basis zu weiterer CO2-Reduktion legen.